ganzen Welt rufen sich Christen diesen Spruch zum Osterfest zu. Normalerweise ruft einer, der Herr ist auferstanden, und die anderen antworten, er ist wahrhaftig auferstanden. Aber zurzeit ist ja nichts normal. Trotzdem versuchen wir es jetzt mal auch in zwei Gruppen. In eurer Familie, unter euch Zuschauern, teilt ihr euch bitte mal in zwei Gruppen ein. Zum Beispiel jung und alt, Mädchen, Junge, dick oder dünn. Und dann legt ihr fest, welche Gruppe beginnt. Die erste Gruppe sagt, der Herr ist auferstanden, und die zweite Gruppe antwortet, er ist wahrhaftig auferstanden. Ich spreche mit. Los geht's. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. So, und jetzt drehen wir nochmal das Ganze. Ihr beginnt. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und nun zünde ich unsere Kindergottesdienstkerzen an. Wir beginnen unseren Kindergottesdienst heute zum Osterfest. Im Namen Gottes, des Vaters, der Himmel und Erde, Land und Meer, dich und mich geschaffen hat. Und wir beginnen den Kindergottesdienst im Namen Jesus Christus, dessen Auferstehung wir heute feiern. Und wir feiern den Kindergottesdienst im Namen des Heiligen Geistes, der uns Kraft und Mut gibt für jeden neuen Tag. Amen. Wir wollen jetzt miteinander unser Kindergottesdienstlied singen. Wir sind eingeladen zum Leben. Unser Gastgeber ist Gott, ja Gott. Seine Liebe will er uns geben. Ist das nicht ein Angebot?
Wir wollen miteinander beten. Wie fröhlich bin ich aufgewacht, wie hab ich geschlafen, so sanft die Nacht. Hab Dank, du Vater im Himmel mein, dass du hast wollen bei mir sein. Behüte mich auf diesen Tag, dass mir kein Leid geschehen mag. Amen. Voller Angst
Sie liefen fort und ließen Maria Magdalena allein weinen zurück. Eine Stimme fragte: Maria, warum weinst du? Maria dachte, es sei der Herr. Wenn du meinen Herrn fortgenommen hast, sag mir bitte, wo ich ihn finden kann, sagte sie. Ich werde gehen und ihn holen. Maria, kam die Antwort. Es war Jesus. Sie war überglücklich. Geh und sag meinen Freunden, dass du mich gesehen hast, trug Jesus ihr auf. Das waren die ersten Begegnungen mit dem auferstandenen Jesus am Ostermorgen. Später zeigte sich Jesus noch mehrmals seinen Freunden, damit sie glaubten und sich freuten. Das ist die Geschichte von Ostern, warum wir als Christen so viel Freude zu Ostern haben. Dann kann ich ja wieder gehen und meine Eier selber essen. Nein, bleib da. Nein, nicht da. Freu dich mit uns. Und deine Eier haben schon eine Bedeutung. Da gibt's sogar eine sehr, sehr schöne Geschichte dazu, warum die Eier zum Osterfest gehören. Diese Geschichte erzähle ich aber jetzt nicht und lese sie auch nicht vor. Diese Geschichte steht hier auf der Rückseite von diesem Papierei. Und diese Papiereier, die werden wir nachher alle draußen im Gelände vor dem Pfarrgut aufhängen. Und ihr dürft einen Osterspaziergang machen, hier zum Pfarrgut. Und dann dürft ihr diese Eier alle mitnehmen. Vielleicht hängt sogar noch was Süßes dran. Die könnt ihr dann lesen. Könnt ihr auch noch anderen schenken. Es werden ganz, ganz viele Eier. Freut euch drauf, lest sie mit. Und jetzt würde ich gerne mit euch ein Lied singen, das heißt Ostereier, es ist gern. Seht ihr gerne die Eslein springen, hört es euch an. Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bis vielleicht heute Nachmittag und tschüss.